Leid ist gerade und ich bin der Nachfolger direkt. Ja, auch gut. Sehr auch mir, gut. Mir gefällt, wie du aus Isfahan eine Weide gemacht hast. Ja? Bin schön wie der ganze Persien, Alter. Alter, das ist ein einziger Haufen Dreck. Das ist wirklich kaputt. Mir gefällt's. Sich dem Willen des Rates zu widersetzen. Ja, Alter, das ist echt immer ziemlich dämlich. Ja, wie kann sich nur den Willen des Rates widersetzen? Der Rat hat immer recht, warte, was? Nee. Ja, genau. Ja, komm, ihr letztes Pampio. Jawohl, wollen so. Sehr schön. Boah. Jetzt wollen sie es nicht mehr. Oh, diese Wichser. Ich will Land. Warum hast du mir Land gegeben? Das will ich nicht. Ja, schlimmer als mit kleinen Kindern hier. Ich find's immer noch faszinierend, dass es zweimal so ein High gibt. Du bist auf einer verfickten Insel. Hör auf, so zu tun, als ob du eine Macht hättest. Wie, meinst du aber Joshua? Nein, irgend so eine Herzogin von mir. Ach so. Die da in, was ist das, Korsika hockt. Ja, schon. Mit ihren zwei Provinzen. Die hat immerhin über 1000 Alter, Leute. Alter Alfred, du hast eiskalt Dingens hier erobert. Kennt? Kennt? Ja, ja, warum? Hat er doch gesagt, er will das Christentum schwächen, heilige Städte. Das hab war ich ja das, was Stommi nach dem 60. Mal nicht verstanden hat. Hab ich eiskalt auch nicht mitbekommen, ich war im Krieg. Ja, du hattest es zumindest nicht mitbekommen, Stommi hat es nicht verstanden. Ja, ich dachte, weil ihr gesagt habt, heilige Städte und ich habe an Alfred seine heiligen Städte. Ja, ja, und ich habe gesagt, ja, das ist nicht Alfreds heilige Städte, aber es ist eine heilige Städte. Ah, die germanische Alter, heilige Städte von Jerusalem. Endlich habe ich sie. Durch das Plündern von ganz Persien habe ich jetzt 5800 Gold. Irgendwas hey, Neues? Nee. Weiß doch gar nicht, was du mit Gold anfangen sollst. Ja, okay. Ich reinvestiere. Hat dir jemand vor, irgendwie so Crowdfunding? Ja, na ja, klar. Ich brauche Entwicklungshilfe. Ich bin Afrika. Hallo, ja, du bist mehr entwickelt als ich. Und das. Das ist interessant, die Aussage. Oder wo habe ich noch Revo? Ach. 100%! Seht mich wachsen! Bam! Oh, geil! Autsch! Das ist ein bisschen größer als vorher, glaube ich. Jetzt musst du noch eine heilige Säule bauen, dann hast du die Autorität auch auf 50 gekriegt. Ich hab schon eine Säule. Ich glaube, kannst du in jeder heiligen Stätte bauen. Echt? Kano, komm mal her. Kann ich hier eine Tempelstadt? Nö. Also beim letzten Mal hatte ich ein Event bekommen wegen einer heiligen Säule, aber. Dann weiß die Art auch nicht weiter. Ja. Ach ja, wie, was haltet ihr eigentlich von dem dieser Boden ist nun römisch DLC von EU4? Also die neuen Aussehen. Sieht ja mal richtig homo aus, ne? Hä? Was nicht, haltet ihr außer Alfred davon? Ich weiß nicht, was du meinst. Meinst du hier Imperator Rome oder was meinst du? EU4. Da gibt's nämlich jetzt neues Aussehen. Keine Ahnung, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Also wenn man einen Imperator kauft, hat man ein neues Aussehen für die Christen. Nur für die Römer. Also Byzanz. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall Imperator um da mal einschauen. Ja. Es hängt gerade total. Warum leckt denn das jetzt? Ich bin auch nur minimal bedrohlich. Ich habe immer noch 40% Bedrohlichkeit. Also,
Warte, wie viel Bedrohlichkeit hat die Horde? Das Schöne ist, der Abbasid jetzt nach all dem Scheiß auch Indien angreift. Was soll das? Schon wieder so eine scheiß Kriegserklärung. Was wollen die alle von mir? Die sehen, du hast kaum Truppen und meinen, die könnten es jetzt. Alter, dein Vasall hat mir den Krieg erklärt. Wieso? Oh mein Gott, Alter, sag ihm, dass er mir damit aufhören soll. Weißt du, was das Schlimmste dran ist? Ja, damit auch. Das macht's auch peinlich. Ja, das soll damit, wenn die damit aufhören, okay? Ja? Boah, Alter, ich kriege eine Kriegserklärung nach der anderen. Großerzbürger. Ich habe jetzt den 8. Bürgerkrieg innerhalb von gefühlt 3 Jahren. Na, Alfred, wie sieht's denn eigentlich aus mit feudal werden und so? Das wird Alter, Martin. Ich glaub, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Na, was denn? Ich hätte viel, viel mehr erobern können. Tabaristan etc. gehört zu Dailam, gar nicht zu Persien, aber ich habe das besetzt, weil ich so vorgerückt bin. Ich habe das Land trotzdem bekommen. Ja, wenn du wenn du mit einem Invasionskriegsgrund angreifst und je mehr du besetzt, desto mehr kriegst du auch. Funktioniert das? Ja. Was ist das? Das ist schon seit also, das ist schon seit die Old Gods so. Also ich möchte Alter, hätte ich das gewusst, also Michael, ich möchte dich nur vorwarnen, mein Typ hat jetzt über 5k. Warum hat er 5k? Söldner. Nicht ernst. Ich habe ja gesagt, das ist ein anderes Ding. Die haben Kohle, die kaufen sich Truppen. Also darf der mir den Krieg erklären und warum? Ja, weil ich noch nicht die kaiserlich-imperiale Verwaltung habe. Deswegen darf dann er siehst das du, noch. Dass du das eben bekommst. Sag mal, was jeder hier versucht im Spiel. Fehlen nur noch 3 Schritte. Ich bin schon froh, wenn ich Primogenitur dahin krieg. Also ich muss sagen, der Typ vor deiner Haustür ist wirklich ein seltsamer Idiot. Egal. Aber scheiße, das ist nicht genug moralische Autorität von meinem. Mal sehen. Ah ne, ich bin souverän, alles klar. Dazu wär's Untertan von irgendwem geworden. Lelouch war einer von deinen Schülern. Du hast aber auch so, schon wieder alle möglichen. Ich zahle jetzt hier Geld dafür, dass mich jemand umbringt. Lelouch, wie wär's, wenn du mal hier den Dara-Typen in die Freiheit entlässt? Der hat meine heilige Stätte. Ah, da habe ich niemanden drin. Könnte was werden, ich bin am Arbeiten. Kannst du irgendwie einen Krieg gegen den machen oder? Nein, aber es würde ja schon reichen, wenn da ein Westafrikanischer drin hocken würde. Ich bräuchte erstmal einen Westafrikaner. Dann lad dir so, einen Leute. Hallo? Lad dir einen Sohn von mir ein. Ja. Oder so. Ich muss jetzt kurz einkaufen gehen. Jetzt. Weil es kurz vor 8 ist. Hör mal, Stommi, ich glaube, du musst dazu nichts sagen, weil du warst essen. In Ordnung, Michael, wir lassen aber noch ein bisschen weiterlaufen. Nee, ich meine nur, dass ihr dann nicht so schnell laufen lasst. Okay, alles klar. Okay. Ah nein, da würde niemand meinem Hof beitreten. Alter, ich kann jetzt 100.000 Bevölkerung haben. Also ich könnte dort einen Moslem vielleicht irgendwie reinpacken. Ja, das macht's nicht besser. Kannst du nicht irgendwie einen vom westafrikanischen Glauben an deinen Hof einladen? Nein. Ja. Kann er mal bitte mit seinem Krieg gegen... So ist der im Krieg mit dem Umayyana. Ich hab sogar sowas wie Jisa besteuert. Oh. Du bist im Krieg. Was, du willst Mallorca haben? Ungläubigen Steuern plus 25%. Also, Ey, das sind meine. Bei zerstörten Städten macht das aber nicht viel aus, oder? Nö, aber dafür kriege ich mehr Bevölkerung. Bro. Und Technologie. Ja, Technokratie der Nomaden, wer kennt sich nicht? Ja. Das heilige nomadische Reich technokratischer Nationen. Was? Technokratische Nationen? Also, ich habe zumindest die gesamten Truppen des Umayyaden gerade platt gekriegt.
Ja, nachdem ich ihn hier platt... Ja gut, nicht ich, doch, ja. Ich habe ihn platt gemacht. Ach, weißt du, wie ich die gerade platt gekriegt habe? Die waren auf der einen Insel. Ich habe die geschlagen. Die sind zur anderen Insel gekommen. Ich habe die da geschlagen. Sie sind zur anderen Insel gelaufen. Ich wünsche dir, das wäre bei mir auch so, aber... Ah. Den Spaß hatte ich leider nicht. Wieso das versieht ihr Mirat eigentlich noch... Wieso, die haben noch nicht mal eine Küste und haben über 90 Schiffe? Hm. Was? Wie geht das denn? Okay. Die versuchen gerade irgendwelche Selbstmordattacken auf Mallorca zu machen. Sprengen die sich hoch? Oh, hier ist ein Typ. Ach, schön, ich habe 11.000 Truppen. Eigentlich könnte ich noch mehr holen. Ah, ich bin irgendwie mit der ganzen Welt im Krieg. Was hast du schon wieder gemacht? Keine Ahnung. Hast nicht auf deine Bedrohung er hat nicht auf die Bedrohung geachtet. Oh, geht schon. Hoffentlich verliert er Kent. Hoffentlich gewinnt er Kent nochmal. Ja. Hauptsache niemand erkennt. Alter, Stummi, reformier dich mal westafrikanisch. Ja. Darf ich erstmal meine heilige Städte dafür brauche ich erstmal die moralische Autorität, das heißt, Lelouch müsste da seine heilige Stätte wenn möglich einem Westafrikaner geben und freilassen. Ich könnte theoretisch bald versuchen, einen Westafrikaner zu vasalisieren. Ich mach ne Matakitre. Und dann brauche ich auch noch genügend Pietät, um das machen zu können. Deswegen erobere ich mich jetzt nach Alodien, mach da heilige Kriege, krieg Prestige und später, wenn du mächtig bist, lasse ich es wieder frei, damit du dir das holen kannst. Ich mache noch einen Aufstand. Alter, die fucking Cyrenaika hier. Was macht die denn da wieder? Ich weiß nicht, was die machen. Ich weiß nur, dass, was ich hier im Westen mache. Und hier gibt's nichts Neues. Ja, im Westen ist nichts. Ach so. Der Witz dabei. Oh. Alter! Oh, der Witz tut weh. Das ist ein Scherz von mir, also bitte halt die Klappe. Das tut immer weh. Bei mir im Süden gibt's auch nichts mehr. Also ich habe eine Frage, kann Domiane nichts anderes als 200 Leute, jeweils so ungefähr 200 bis 800 Leute hier landen zu lassen? Oder? Okay. Interessant ist aber, was sie gegen den Typen da Krieg führt, Martin. Das ist komisch. Wieso hat der Rat dafür gestimmt? Der Rat hat noch keine Macht, die muss ich erst noch einführen. Ach ja, nebenbei, der Typ, der dich gerade angreift, Micha, den habe ich zum Marschall ernannt, damit er mich nicht angreift. Brauchst du noch das Bündnis zu mir oder nicht? Hallo? Das Ingame. Ja. Ja, ich habe Martin gefragt. Hm? Brauchst du noch mein Ingame-Bündnis oder nicht? Okay. Was hat er denn für Truppen größtenteils? Der Umayyade? Nee, dein Typ. Söldner. Sehr, sehr viele Söldner. Und schwere Infanterie. Dasselbe, schwere was du Infanterie. Hast. Glaube ich. Ich glaube, dasselbe, das was du ich hast. Ich auch, ja, aber. Er hat nur eben recht viel Geld. Martin, wieso ist eigentlich gerade pausiert? Gerade durch. Plane, ob ich jetzt Revolte mache. Das muss aber sehr gut vorbereitet sein. Ja, gerade bin ich noch im Krieg, da kann ich dir gerade nicht so gut helfen. Also ich habe ein paar Leute in der Fraktion, die drängen jetzt noch timed out. Was ist los? Mhm. Das war jetzt der Sturm hier? Also machen wir erstmal ein Ultimatum, vielleicht habe ich einen Tüte-Arsch hier. Also wir sind schon gleich trotz Game wieder. Was ist geschehen? Oh mein Gott, ist der aber sieht scheiße. Boah! Machtstatus, Kriegserklärung, Titelaberkennung, Inhaftierung, Titelvergabe, alles auf Rat! Alter, ist der doof! Marionette! Oh ja, Alter, oh ja, ich muss nur noch Regent werden, Alter, dann ist hier ein Party im Haus. Geschwindigkeit auf 2, geht das? Ja. Nee, du denkst doch einkaufen. Naja, 2 ist jetzt nicht gerade eine Geschwindigkeit, ne? Geht es jetzt gerade überhaupt weiter? Bei mir hängt es nämlich.
Stimmt, bei mir läuft es auch irgendwie nicht. Ich scheiße, ja, nicht so. Bei mir ist Pause. Ist Stummi mal wieder rausgetimed? Ja. Oh Mann! Ja, Stummi ist weg. Speicher mal lieber. Ja. Oh ja. Ja. Pause, Pause. User entered your channel. Stummi? Gut. Stummi? Trennen und neu starten. Jo! Was? Wie macht man das unabsichtlich? Wieso? Scheiße! Nee, doch nicht, sah bloß so aus. Mit was? Okay. Leckt es ja nicht nur bei euch? Kean, hast du deine Verschwörung abgebrochen, mich umzubringen? Nee, ich hatte eine Verschwörung gegen den Kaiser. Nee. Die sieht aus wie ein Kerl. Von Byzanz. Du sitzt ja bei mir im Knast. Sag mal, ich hole halt Leute ran hier immer wieder, ne? Ja, das hab ich jetzt gepackt. Hab ich ja die Verschwörung auf den Kaiser gemacht, weil sonst nehme ich die von Martins Leuten welche weg. Also den von Byzant. Sag ich so Herrscherwechsel. Ja. Leute, der Handelsposten ist kaputt gegangen und ich kann meine eigenen jetzt einen neuen Handelsposten bauen. Ja voll. Wolltest du das nicht? Was? Das wolltest du doch. Ja, ich find's super. Endlich auch mal ein bisschen mehr Geld als 1,44 im Monat. Ach komm, Stormy, ich mach auch noch 4,66 im Monat. 4? Das wäre ein Traum für mich, wenn ich 4 im Monat machen würde. Und ich hab 8500 Gold. Jo, das ist die Scheiße. Jetzt habe ich einen ganzen Verteidigungspakt gegen mich und kann mich nicht ausweiten. Und ich bin jetzt... Auf die, die bei Verteidigungspakt da auf Ja gestimmt haben, Alfred. Ja. Ich habe auch außerdem hast du deinen Tributstadt Sachsen verloren. Ja, ich habe alle seine Tributstaaten verloren. Ich konnte... Ich hatte 40.000. Ich kann dem Verteidigungspakt nicht beitreten. Das wäre lustig gewesen. Jetzt sind all meine ehemaligen Tributstaaten jetzt gegen mich gezogen. Und haben einen Tributpakt gemacht. Ganz genau. Ganz genau. So wird das nämlich funktionieren. So funktioniert das. Hat sich der Verteidigungspakt gegen mich aufgelöst? Wo kann ich denn das sehen? Wenn du auf dein Profil gehst bei den ganzen... Oben ist so ein flammenerfülltes Schild. Das ist die Bedrohung, nicht der Verteidigung. Das ist die Bedrohung, ja. Ja, wenn die unter 5% sinkt, dann ist im Zweifelsfall so, dass das sich auflöst. Guck doch einfach auf dein Profil rechts unten bei Diplomatie. Da siehst du die Schilder mit den Flaggen. Das sind die Verteidigungspakte. Da habe ich nur einen Waffenstillstand. Hey, was bist du denn? In Afrika. Afrika. Gegen dich gibt's keinen Verteidigungspakt mehr. Oh, aber ich wollte mein Land ja eh umbenennen. Tja, ich werde aber nicht. Jetzt kriegt man Herrscher Fieber, Kopfschmerzen und den ganzen Dreck da. Mann, so ein behinderter Mist. Oh, jetzt habe ich mich umbenannt. Ja gut. Als ob der Wolfgang jetzt tot ist. Ha, mein anderer Sohn ist gestorben, sehr gut. Das heißt, mein Reich zerfällt nicht. Ich finde mein Name ist super. Wie heißt denn du jetzt? Das Reich des Stormis oder was? Nein. Okay, Frankreich hilft mir nicht, seine eigene Revolte niederzuschlagen. Ja gut, dann halte ich den nicht mehr. Ich bin nicht die USA, ich bin die UAT. Jetzt bin ich schwer verletzt. Sag, wie kannst denn du die ganze Zeit Duelle machen? Ja, okay, ich gehe jetzt mal sehen. Ich kann auch die ganze Zeit Duelle machen. Ich weiß nicht. Mit Rivalen also, und so. Warum hast du eigentlich Force Hammer nicht mehr?
Ich dachte, ich wäre Glückwunsch, dass du dich verteidigt hast, Micha. Ja. Kappdurchfall! Also, das ist nicht schön. Ja. Boah, geil, Durchfall! Boah, nee, jetzt kommt auch eine Fraktion dazu. Hasse ist, wenn der einfach